Mein Name ist Florian Bauer und ich fotografiere leidenschaftlich auf Film, also analog. Im Sommer präsentiere ich meine Bilder bei den Salzach-Galerien in Salzburg, einem Kunstmarkt zwischen Handelsplatz und Müllersteg. Und die aktuellen Termine für den Sommer finden Sie in der Beschreibung unter dem Video bzw. auf meiner Homepage. Wie Sie jetzt hier mal sehen, ich mache Bilder, viele Bilder im Panoramaformat, wie man hier sieht, im Verhältnis 3 zu 1, aber auch Bilder im Normalformat. Und ja, ich konzentriere mich momentan auf zwei Themenbereiche. Das eine nenne ich Spirit of Salzburg. Das sind also klassische Salzburg-Ansichten, aber in Top-Qualität natürlich und ja, mit dem Touch der Analogfotografie. Und die zweite Linie ist, nenne ich Spirit of Nature and Mankind. Zum einen liebe ich die Ruhe und Stille in der Natur und zum anderen bin ich eigentlich fasziniert von der Entwicklung des menschlichen Geistes, würde ich es mal bezeichnen, und von der, ja, von den verschiedenen Stufen der Menschheitsgeschichte, also da gehören Städte dazu, die ich gern fotografiere und andere Themen. Ja, und ich möchte jetzt hier gleich mal eine Auswahl der Bilder zeigen, die ich auch im Sommer präsentieren werde. Ich fange hier gleich mal mit dem größten Bild an, das ich präsentieren werde. 1,50x50 Stadtansicht von Salzburg bei Nacht. Und ja, prinzipiell lassen sich alle Panoramabilder auf dieses Format vergrößern. Dieses Bild 1,20x40 zeigt die blaue Stunde am Chiemsee. Dieses Bild ist im Februar unter abenteuerlichen Bedingungen entstanden. Die Mittagsscharte am Untersberg. Im Hintergrund sieht man das Watzmannmassiv, Schönfeldspitze. Und schön ist, wenn man hier ins Detail reingeht, sieht man die Spuren der Skitourengeher und Wanderer. Dieses Bild ist im Format 90x30 mit Passepartout und Rahmen dann 100x40, der Abfluss des Gollinger Wasserfalls. Das gibt es auch in kleinerem Format, 60x20. Ich biete auch Bilder im Normalformat an. Hier ist die Linde bei Maria Plein im Abendlicht. Ein großformatiges Bild, aber im Normalformat Getreidegasse am Abend. Hier gibt es eine Porträtserie von drei Zwergen im Zwergelgarten und die gehören für mich zusammen, kann man aber natürlich auch einzeln erwerben und auch einzeln dann hängen. Es gibt auch Panorama-Puzzles. Da habe ich von drei Motiven angefertigt, die blaue Stunde am Abend, dann Morgenstimmung in der Stadt, ich gehe da mal ein bisschen näher dran, und Canal Grande in Venedig. Ja, und von den Panoramamotiven gibt es auch zwei Postkartenmotive, Morgen und Abend in der Stadt, beziehungsweise es gibt dann, das sind keine Postkarten mehr, die sind schon zu groß, aber die kann man auch rahmen dann. Ich gehe mal hier durch, da habe ich sechs Motive, teilweise habe ich schon größer gezeigt. Ja. Und die sind im Format 10x30, also relativ klein. Könnte man als Idee einen Rahmen nehmen und immer wieder mal die Motive austauschen. Vielleicht noch ein kurzes Wort dazu, warum ich so gern analog fotografiere. Ich liebe einfach dieses langsame Arbeiten. Ich liebe das Abwarten können bis zum richtigen Moment und dann gibt es halt fünf Bilder und eines ist hoffentlich davon was geworden. Ja, ich mag eher dieses überlegte Fotografieren gerne und ich glaube auch, dass sich diese Qualitäten in den Bildern widerspiegeln und ausdrücken. Wie schon gesagt, vielleicht sehen wir uns bei den Salzach-Galerien. Die aktuellen Termine finden Sie unten in der Beschreibung zum Video bzw. auf meiner Homepage.